Hi, ich habe heute Lukas bei mir und wir stellen uns heute einer Challenge. Wir probieren Essen aus ganz verschiedenen Ländern und versuchen zu erraten, woher dieses Essen kommt. Lukas hat einen klaren Vorteil, denn auf seinem YouTube-Kanal fährt und fliegt er in verschiedene Länder und probiert dort Essen. In welchem Land gibt es denn das beste Essen? Boah, so schnell kommt die erste Frage schon. Ja, du bist direkt drin. Ich würde sagen, für mich entweder in den USA, New York. Wirklich? Ja, weil es dort so viel gibt und von allem etwas. Aber wenn du halt jetzt was Spezifisches haben möchtest, dann würde ich sagen, Mexiko ist auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben, ja. Zu dem Essen, was wir probieren und rausfinden, woher das kommt, machen wir Mangolassi. Das hast du dir ja überlegt und du kennst ja auch die Anleitung perfekt, deswegen würde ich dir das einfach mal einmal übergeben. Ja, von dem Plan habe ich noch nichts gehört, aber... Ich finde Mango ist so eins der beschissensten Lebensmittel zum Schneiden. Das stimmt, ja. Also du kannst es nicht machen, ohne dass du das ist einfach komplett kompliziert. Auf jeden Fall. Aber dafür ist es meine Lieblingsfrucht, würde ich sagen. Wirklich? Ja. Krass. Ja. Wie lange machst du schon YouTube? Eigentlich seit ich nach Wien gezogen bin. Ich bin im selben Jahr, habe ich mit YouTube angefangen. Also fünf, sechs Jahre. Hast du schon immer Essen getestet auf deinem YouTube-Kanal? Nein. Kann ich das so sagen? Essen testen oder wie? Was, nein, wie ich würde Essen testen, ist gut. Essen testen ist okay, ne? Ja, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Essen, professioneller Essen. Einfach nur Essen, okay. Nee, vorher hattest du was anderes gemacht, ne? Ja, es ist halt so, ich habe damals Fitness gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es direkt Fitness war, sondern einfach, ich habe einfach das gefilmt, was im Mittelpunkt meines Lebens war. Und damals habe ich mich sehr viel trainiert, sehr viel für Fitness interessiert, sehr viel für gesunde Ernährung interessiert. Mhm. Da habe ich einfach das gemacht, was in dem Moment Mittelpunkt des Lebens war. Aber es hätte auch mal einfach nur so ein Vlog sein können. Ist krass auf Reisen, wie schwer das ist, da Sport durchzuziehen, ne? Voll. Ja. Also nicht unbedingt auf Reisen, aber auf Reisen, wenn man so reist wie wir und jeden Tag filmt. Ja, dann ist es, wenn man da halt arbeitet. Genau, du willst halt auch keinen Tag verschwenden und dann bist du halt 5 Tage dort und denkt man sich, ah, das könnte man noch drehen und das könnte man noch drehen und so, okay, dann scheiß auf Training und dann ziehst du lieber die Arbeit durch. Kannst zu Hause dann auch trainieren, genau. Was war das längste, was du in einem Land warst? Für YouTube dürfte fast jetzt Vietnam gewesen sein, aber das waren auch nur so 15 Tage oder so. Ja, schon geil, 15 Tage Vietnam. Wie fandest du es? Voll nice. Ja, cool. Das war schon sehr interessant zu sehen. Vor allem ist auch das zweite Mal, dass ich so in den Fernosten komme. Mhm. Ich war mal einmal auf Bali, aber ich war noch nie in China, noch nie in Japan, noch nie in Singapur oder auch Thailand. So, das war das erste Mal, dass ich so in diese Richtung komme. Das war schon cool zu sehen. Mega cool. Wieso hast du das denn dann verändert? Also wieso bist du von diesen Vlogs und vom Fitness dann zum Essen gekommen? Also was interessiert dich daran so doll? Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe immer das gefilmt, was im Mittelpunkt meines Lebens war. Mhm. Als ich dann nach Wien kam und auf einmal die Möglichkeit hatte, mal dort vietnamesisch essen zu gehen, mal dort das essen zu gehen, dann wieder chinesisch und alles auszuprobieren, dann ist halt so ein bisschen die Faszination dafür losgegangen. Mhm. Und da habe ich es einfach so gemacht. Irgendwann zum ersten Mal die Kamera mit ins Restaurant genommen, getestet und dann ist es immer so mehr in diese Richtung gegangen. Da ist so dieses Food-Tour-Format entstanden. Ja. Einfach so, okay, man verbringt einen Tag in einer Stadt und isst sich einfach so durch die Stadt. Mega cool. So, genau. Voll. Ich finde halt, dass Essen auch einfach der Zugang ist zur Kultur. Das heißt, du willst ein Video über ein Land machen, du willst ein Video über einen Tag in einer Stadt machen, die Menschen zeigen, den Vibe der Stadt zu zeigen. Essen ist so der einfachste Zugang zu den Menschen. Voll. Du gehst in ein Restaurant, wenn du da nicht irgendein Restaurant aussuchst, also irgendein touristisches Restaurant, sondern halt wirklich so ein bisschen Recherche betreibst und suchst ein authentisches Restaurant von dieser Stadt, dann kommst du meistens in gute Gespräche, vor allem wenn die sehen, dass du mit der Kamera da bist. Ja. Und bam, 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 lernst du schon die ersten Leute kennen, die ersten Fakten über den Ort und so weiter. Und also leichteste Zugang zur Kultur, finde ich, für einen Touristen über das Essen. Und wie sucht ihr eure Länder aus? So eine Mischung aus, worauf wir gerade Bock haben. Mhm. Einfach, was ich gerade fühle, so Bauchgefühl. Okay, ich habe ein Video gesehen, bam, ich muss unbedingt nach Japan. Oder ich habe ein Video gesehen, boah, jetzt habe ich voll Bock auf Italien. Komm, wir machen eine Woche das. Mhm. Oder irgendwie so. Und auch einfach die Möglichkeiten, die du hast. Ja. So, das heißt, du lernst jemanden kennen und der sagt, hey, ich habe dort einen Cousin, der kann euch rumführen in dieser und dieser Stadt oder ich habe da einen Kontakt oder ich kenne da einen Restaurantbesitzer oder ich kenne dies und das. Ja. Dann nimmt man meistens diese Gelegenheiten an, weil wenn du jemanden vor Ort hast, der sich auskennt, dann gewinnt das Video natürlich an Qualität. Safe. Und zwar merkbar an Qualität und das nehmen wir dann meistens an. Du reist auch in Länder, in die sich manche andere Menschen nicht trauen zu reisen. Du warst gerade im Irak, in Bagdad. Das war Anfang des Jahres, waren wir in Bagdad. Ja, Mann. Wie war das? Ja, crazy. Einfach jedes Gebäude dieser Straße ist verlassen, heruntergekommen, teilweise zerstört. Es gibt so vereinzelt Shops, die offen haben. Scheiben eingeschlagen, Balken zerbrochen, Mauern zerstört. Du siehst Einschusslöcher, du siehst Wahnsinn. Und wie ist die Esskultur da so? Die ist gut.
Ja? Ja, cool. Aber dort hat weniger das Essen geflasht, sondern natürlich mehr die Atmosphäre und dass du halt die Narben vom Krieg gesehen hast und einfach die Menschen und wie die sich gefreut haben, die Kamera zu sehen. Ja. Du hast gemerkt, die wollten einfach nur vor Kamera sein. Die sagen einfach, mach ein Foto oder film mich einfach mal kurz. Oder wollten einfach nur gesehen werden und wollten halt so zeigen, hey, wir sind hier, wir sind in diesem Land, wir sind noch da, wir leben noch, da ist alles gut und wir sind happy so. Krass. Sehr viel glückliche Menschen, sehr viel gastfreundliche Menschen. Wir sind in ein Taxi gestiegen und der Taxifahrer, der fährt so, bleibt stehen, am Straßenrand verkauft jemand Wasser. Er kauft uns kurz 2 Flaschen Wasser, bietet uns 2 Zigaretten an, fährt uns, lässt uns nicht zahlen, sagt so, ihr seid zu Gast hier in Bagdad, wir wollen euch, dass es euch gut geht und so. Erzähl mal ein richtig krasses Geheimnis. Heftig hätte ich nicht gedacht von dir. Kochst du viel privat? Nein. Gar nicht? Nein. Kannst du nicht kochen? In diesem Jahr habe ich, und es ist schon Oktober, vielleicht maximal 3 Mal in meiner Küche gekocht. Nein. Doch, no way. Vielleicht war es sogar nur 2 Mal. Alter. 200 Milliliter Kokosdrink. Das schätzen wir jetzt mal einfach ab. Du alter Koch. Das nicht schick ist. Ich glaube, ich mache mal einen Kühlschrank und dann starten wir mal die Challenge, oder? Lukas und ich haben jetzt diese Challenge. Wir kriegen Essen hier hingestellt. In der Mitte kriegen wir einmal eine Lösungskarte, damit wir später gucken können. Das hier ist die Weltkarte. Da kannst du da nochmal raufschauen, um dir Inspiration. Ich erkläre es nochmal, glaube ich. Ich wette, der Lukas kann das besser. Was habe ich gesagt? Ach, mach du doch die Antwort. Also, es gibt jetzt eine kleine Challenge. Das bedeutet, es kommt das erste Gericht auf den Tisch. Und wir müssen erraten, aus welchem Land es kommt. Wir haben hier den Globus zur Hilfe, da können wir ein bisschen draufschauen und vielleicht rausfinden, wo es herkommen könnte. In die Mitte kommt auch eine Lösungskarte. Wir beide schreiben auf jeden Fall unseren Tipp auf eines dieser beiden Karten und wir werden sehen, wer mehr richtig hat, lieber Theo. Auch ein fairen Wettstreit. Keine Ahnung. Lass uns doch erstmal drüber reden, jetzt haben wir es ja beide schon aufgeschrieben. Okay. Also für mich ist das auf jeden Fall europäisch. Europäisch, schrägstrich asiatisch. Ah. Grenze. Ja. Russland, Ukraine. Glaube zu wissen, ich war noch in keines der beiden Länder, aber dort kommt auf jeden Fall Schnittlauch, Dill, auch rote Beete zum Einsatz und auch Sour Cream ist so ein Russland-Ding. Bei Kartoffel bin ich dann sofort immer bei Europa direkt. Mhm. Eigentlich war ich bei Kartoffel direkt bei Deutschland. Ist ja ein großes Kartoffelland. Also, wir haben beide ein bisschen den Ostblock. Und es ist... Weißrussland, Polen, Litauen. Okay. Wer kriegt diesen Punkt? Naja, du hast schon Russland mit drin. Ich würde sagen, den hast du. Wie würdest du es aussprechen? Cholodnik. Cholodnik? 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 Cholodnik. Cholodnik. Liebe Grüße an Lisa, die ist hier aus dem Team und die hat das auch gekocht, denn die kommt nämlich aus Weißrussland. On to the next one. Also kommt definitiv auch wieder aus dem europäischen Raum. Oh, die knallt ganz schön, die Soße. Das wird schwierig. Wir schenken uns hier gar nichts, ne? Ich kann ja schon mal in die richtige Richtung drehen. Aha. Genau. Ich glaube, ich hab's. Ich bin auf jeden Fall eher hier. Okay, ich bin auf jeden Fall eher hier. Nein, du hast recht. Ah, fuck. Das ist auf jeden Fall Korea. Ah, nein! Okay, alles klar. Südostasien, Thailand, Indonesien, okay. Okay, also ich hab Nein, das gibt's nicht! Oh nee, dafür kriegen wir bei... Das gibt's nicht. Was ist das? Südkorea? Das zählt, Alter. Aber ich hab das Gericht erraten! Ah, okay. Naja, aber die Challenge ist, das Land zu finden, nicht das Gericht, oder? Aber einen extra Punkt haben wir ja schon noch vereinbart, ja eigentlich, ne? Das gibt einen halben Punkt. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich das Gericht weiß, aber nicht das Land? Okay, dann schreiben wir uns jetzt noch den letzten Punkt, würde ich sagen. Cheers. Dann zeig mal. Ja, genau. Genau, die Köfte. Ich schwöre, ich glaube, man schreibt das so. Der orientalische Raum. Aramäisch, Türkei, Syrien. Und es ist nicht die Köfte, ne? Nein, Balo. Balo. Da bei mir hier Türkei steht und hast da du Türkei hast steht. Du auf jeden Fall den Punkt. Alright, du hast gewonnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde vorschlagen, ich hole uns mal den Mangolast wieder aus dem Kühlschrank und wir fliegen uns auf die Couch. Ja? Let's go. Alles klar.
Let's go. Cheers, mein Lieber. Cheers. Der ist ziemlich lecker. Mhm. Falls ihr den Mango Lassi mal nachmachen wollt, das Rezept gibt's unten in der Videobeschreibung und die Zutaten gibt's wie immer alle bei Aldi Nord. Wirst du da manchmal auch in die Küchen so mitgenommen und siehst, wie das Essen zubereitet wird? Ja. Es kommt natürlich auch darauf an, in welches Land du kommst. In der Türkei landest du mit Kamera immer in der Küche. Ja. Weil die sind gastfreundlich, die sind so stolz auf ihre Speisen, wie das zubereitet wird. Die zeigen dir alles vom Fleischhacken bis hin zum Grillen, zum Servieren. Also da kriegst du alles zu Gesicht und die freuen sich immer, wenn du mit der Kamera kommst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Küche euch am besten schmeckt. Warst du in Nordafrika schon? Ja, in Marokko war ich. Marokko? Ja. Wie war das für dich? Das war eigentlich so von den Eindrücken, mal abgesehen vom Essen, mal fand ich das eigentlich sehr entspannt. Ja. Mhm. Ich habe auch schon anderes gehört, dass Leute gesagt haben, hey, vor allem Marrakesch ist sehr intensiv und sehr nervig. Und, aber als ich dort war, war voll entspannt. Ich war im Februar, wir waren so in so einem Teppichshop, Teppiche kaufen. Wir waren bei einem geilen indischen Restaurant, so oben auf dem Dach. Cool, das waren entspannt. Schön. Marokko war mega. Voll. Kairo zum Beispiel ist auf jeden Fall viel intensiver gewesen. Vom Geschmack her? Ja, auch von der Stadt, von der Energie, die Autos, da ist auch, Kairo ist riesig. Sag mal, wo gab es denn das günstigste oder billigste Essen? Günstigste, sagen wir mal. Vietnam definitiv. Vietnam, voll aktuell. Also das war schon, Mexiko war auch sehr günstig, da haben wir auch dann teilweise Tacos für 50 Cent oder 1 Euro gegessen. Das ist aber, schon krass, ne? Aber Vietnam war schon sehr, sehr tief. Ja. Teuerste Stockholm oder New York? Tel Aviv. Stimmt, Tel Aviv ist sehr teuer. Tel Aviv, Stockholm und New York ist schon sehr, sehr nah. Aber Tel Aviv ist, glaube ich, die letzten 2 Jahre die teuerste Stadt der Welt gewesen. Ja, krass. Aber wie ist das Essen da? Genial. Das Essen ist schon, egal in welches Restaurant du gehst, ist immer tipptopp dort. Ja. Tel Aviv hat einfach, es hat wirklich sehr, sehr leckeres Essen. Du reist ja um die Welt, um verschiedene Essenskulturen kennenzulernen. Und oft lernst du da ja auch Leute kennen, die in diesem Land leben. Zeigen die dir manchmal Orte, die sonst Touris verborgen bleiben? Ja, auf jeden Fall. Haben sich schon sehr, sehr coole Sachen ergeben. So, wir waren in Brasilien und das ist jetzt zwar nicht direkt durch deinen Restaurantbesuch entstanden, aber dadurch, dass wir uns halt direkt Connections gemacht haben mit einem anderen Foodblogger dort, der uns dann Gott sei Dank geholfen hat in Brasilien, in Rio, sind wir schon an Orte gekommen, an die wir so nicht hingekommen wären. Ich meine, es gibt Favelas in ganz Brasilien, beziehungsweise in ganz Rio. Mhm. Und dann gibt es die bekannteste, ich habe jetzt den Namen vergessen, die ist schon sehr touristisch, da kann man auch teilweise ohne Guide hingehen und durchgehen, aber es gibt auch Favelas und Orte, die sind halt, da brauchst du schon jemanden, der mit dir dorthin geht und er ist halt mit uns dorthin gegangen und dann waren wir halt einfach in so einer Favela, wo nicht so touristisch war und du bist halt durchgegangen und das sind halt Erlebnisse, die hat man nicht so einfach, ja. Mhm. Oder, aber auch für den, ich würde auch sagen, für den normalen Reisenden, wenn ihr jetzt einfach so unterwegs seid, versucht die Restaurants zu suchen, weil dort lernst du jemanden kennen, der empfiehlt dir auch, wie gesagt, die richtigen Partys, die richtigen anderen Restaurants, die richtigen Orte. Und dann erlebt man schon Sachen. Wir waren auch in Brasilien auf Partys, da war kein einziger Tourist. Da wärst du so nie hingekommen. Hammer. Und die tanzen und feiern dort. Das hast du noch in keinem anderen Land gesehen. Das ist eine Energie auf diesen Tanzflächen, auf diesen draußen Zelte, die Stars, Live-Musik, die trommeln, die singen. Das ist einfach, das kriegst du so nicht zu Gesicht einfach. Jetzt hast du ja die halbe Welt schon ungefähr gesehen, aber gibt es ein Land, wo du unbedingt hinreisen willst? Vielleicht sogar, was jetzt auf der Liste steht gerade? Ich glaube so, dass der größte Wunsch aktuell ist Peru und Japan. Und Japan, das ist noch nicht gebucht, aber schon wird sehr sicher im November stattfinden. Na, dann seid mal gespannt, vielleicht kommt ja genau diese Folge gerade raus, wenn du schon in Japan bist. Vielleicht, hoffentlich. Raus aus dem Boot, Schmerzen ertragen und sich durchkämpfen. Also das Abenteuerlichste, was ich erlebt habe, war, dass ich jetzt in einem Camp eine Woche in einem Zelt geschlafen habe. Ich habe ein Messer und einen Feuerstein mitgenommen. Ich glaube, es hat so 4 Stunden oder so gedauert, bis ich nachher im Krankenhaus war.